Und der Wochenrückblick, ein Wechselbad der Gefühle, sage ich jetzt immer so. Ihr seht, ich kann lachen. Aber ich konnte auch schon ganz schön viel weinen die Woche. Im Endeffekt, am Ende ist alles wieder gut. Wir sind halt einfach Glückskinder. Es war wieder richtig spannend. Und es gab viele Fahraufnahmen mit verschiedenen Motorrädern, was ihr jetzt dann seht. Und unterm Strich ist es einfach so, es funktioniert alles. Und das ist die Hauptsache. Diese ganze Quälereien und Verzweiflungen, alles vergessen. Wir können wieder lachen. Es ist schön. Es ist echt interessant. Ihr könnt ja gucken. Und es kommen dann noch zwei Filme, die habe ich fertig. Da habe ich jetzt hier in dem Bondrückblick auch drin. NTV 650 vom René. Da gibt es dann auch noch einen Komplettfilm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn schon vor dem Rückblick hochlade oder erst danach. Und dann gibt es dann irgendwann, wo ich auch ein paar Episoden jetzt drin habe, da gibt es dann nächste Woche der Film mit meiner Honda CBX 1000. Yes. Und der geht über eine Stunde. Da seht ihr erstmal der Wahnsinn. Aber alles ist gut. Viel Spaß und bis dann. So, das ist jetzt jedenfalls der 900 Volt Dormotor von unserem Mann aus Straßburg. Jetzt haben wir die Ölwanne abgemacht. Sieht eigentlich ganz gut aus jetzt erstmal hier, aber ich habe schon gesehen, das Ölsieb, das sieht immer so aus. Das ist ganz gut. Man muss bei der Boldors immer mal die Ölwanne abmachen. So sieht das Ölsieb aus, das seht ihr ja, das ist dann irgendwann dicht. Und so sieht die Ölwanne aus. Knast, alle Ölknast drin und alles so ein Scheiß. Ne? Also nochmal so, Boldormotoren, egal wie, alle paar 10.000 Kilometer Ölwanne ab. Weil sicher ist sicher. 30. September. 14.30 Uhr. Die Zünddinger sind jetzt neu. Läuft auf alle 6. Erste richtige Probefahrt. Ach, geil. Voll getankt. Tacho auf 0 gestellt. Zündung. Die Tankstellefrau hat erstmal geguckt. Jo, ich bin gerade wieder so am Heimfahren mit meinem Eventwagen. Heute ist ein Tag, da wollte ich eigentlich mit dem Philipp nach Bosnien fahren, zum Enduro. Hatte mich eigentlich schon drauf gefreut. Aber ich bin ja hier letzte Woche auf die Schnauze gefallen, habe mir die Rippe da angebrochen. Gut, es geht jetzt wieder, ich kriege wieder einigermaßen Luft, aber wenn ich jetzt mit Philipp nach Bosnien gefahren wäre, das geht ja auch so hochlang, dann hätte ich dann wahrscheinlich wieder keinen Spaß gehabt. Jetzt machen wir hier, egal. Also bin ich daheim geblieben. Und ich brauche echt langsam mal Entspannung. Weil der ganze Tag diese Mopeds und alle haben Probleme. Ja, okay. Jetzt habe ich mich heute auch wieder gerade geärgert. Ich habe versucht, einen Film anzufangen mit meiner CBX. Das sagte ich noch. Okay, jetzt haben wir die Zündung da repariert. Jetzt fahre ich zur Tankstelle. Jetzt wird sie nochmal voll getankt und dann zeige ich euch einen Fahrfilm. Geschissen. Ich habe sie zwar voll getankt. Gebe einmal Gas. Der Drehzahlmesser geht auf 8.000, 9.000. Zweiter Gang oder dritter Gang, was weiß ich. Bäh. Wie ein Schlaftablett. Ich weiß, was es ist.
muss sie für Gaza Bank noch einmal rausmachen. Könnt ihr euch vorstellen, was ich da für einen Spaß dabei habe? Ich hatte sie ja schon mal draußen, jetzt mache ich sie noch einmal raus. Eine extra Runde. Das geht mir voll auf den Geist. Jetzt muss ich eben hier gerade mal anhalten, weil hier bei dem Nachbar trinke ich jetzt ein Bier. Weil das war heute wieder alles total frustrierend. Heute ist Freitagabend. Der Tristan hat auch noch gearbeitet an einem Motorrad, das hat auch nicht funktioniert. Und da haben wir dann beide gesagt, hier, Schluss, hat keinen Sinn. Jetzt, wir machen eh nur noch Scheiße, wir machen Feierabend. Und das machen wir jetzt. Feierabend. Das ist manchmal wie ein Irrenhaus hier. Wenn das jeden Tag so wäre, dann würde ich total bekloppt werden. Aber so geht's halt. Das ist halt nur ab und zu mal. Schluss. Feierabend. Bis dann. So, ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, um die Vergaser hier rauszubauen. Motor abgesenkt und so weiter. So. Es ist wieder Dreck im Vergaser, weil das wahrscheinlich noch im Tank war. Und ich habe es nicht geschnallt. Gut, und jetzt hier. Das sind diese Siebe, wo die Nadeln reinkommen. Ich drehe sie mal um. So. Und diese Siebe da oben drin, die sind verdreckt. Die sind verdreckt. Und der hier außer, der ist eigentlich ganz schlimm. Der. Also Dreck, da kann nichts mehr durchkommen. Und wenn nichts mehr durchkommt, geht das Motorrad nicht richtig, ganz logisch. Gut. Deswegen die extra Runde. Kein Filter reingemacht, gar nichts, war wieder super schlau. Extra Runde. Idiot bin ich, ein Idiot. Yeah.
Und ich habe euch doch schon mal von den Nichelle Kawasaki-Männern erzählt aus Hügenberg. Die hieße damals Superbiker, die heißt jetzt Kultclub. Kultclub. So. Hier, das ist denn hier Clubhäuschen. Das ist schön schnuckelig. Das liegt hier in Dölbach an der Bundesstraße. Hier, wenn er da hinten angeschossen kommt, könnt ihr hier mal abbremsen. Ne? Kultclub. Das ist das Wahrzeichen. Gut. Hier draußen gibt es die Würstchen. Ne, ich habe schon gegessen. Ich habe im Moment keinen Hunger. Hier draußen gibt es die Würstchen. Das gehen wir mal da rein. Ups. So. Hier ist das Clubhaus. Sieht cool aus. Die Sonne an der Decke. Die Schweizer Fahne. Alles klar. Hier und das, ja gut, der ist ja ein junger Kerl hier, der hat sogar noch ein Moped mit 50 Kubik und blau, was ist das, weiß er nicht. Und das sind hier so, ne, der ist auch noch zu jung hier, der ist sogar ein Altbüchemiger und der auch. Das sind so die Altbüchemiger, die haben damals schon Kawasakis gefahren und so weiter. Die 50er geht eher. Ja, das war ja dann noch später, da warst du dann dabei. Ja, klar. Aber in den 80er Jahren, die Kawasaki Turbos und so weiter, Ole, denke ich dran. Die sind etwas älter. Ja, gut, die sind noch älter, die sind aber heute nicht da, ne? Nee. Die gucken Fernseher, oder? Die sind schon zu alt. Hier, ihr alten Deppel, so alt bin ich noch nicht, ne? Ich bin ja ganz jung, ich kann doch nicht mal die Zahlen mehr drehen. Was hältst du denn eigentlich für Motorrad? Ich fahre eine 2000. Du bist jetzt aber... Oder Zündapp A25. Ja, das weiß ich. Aber ja. Du fährst aber auch Tradition für mich Kawasaki. Ja. Und da haben wir hier noch was. Das ist hier der Zapan. Da hängt so ein Aller GWZ-Zylinderkopf drauf. Und hier, der läuft. Der läuft sogar. Da läuft die Suppe. Ein Traum. Das ist keine Suppe, das ist Bier. Ja, ist klar. Aber das ist schon mal gut gemacht, da gibt es immer gar nichts. Das ist doch bestimmt so ein Kawasaki-Motor, wo einer geschlachtet hat damals. Nee, den haben wir da Höfer geklaut bei den Kämpfen. Ach so. Okay, die harte Höfer hatte auch schon Kawasaki. Ja, nur eine. Gut. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Hier drin ist recht cool. Da warten wir dann, wenn es dunkel wird, kommen sie wahrscheinlich die Spezialisten. Und hier ist der Getränke. Automat. Ja, die Musik, die läuft ja hier richtig geil. Die kenne ich noch von früher, da hast du den GW-Roller gebracht. Ja, das ist auch schon wieder so lange her. Jetzt haben wir endlich Motorräder. Jetzt ist er so groß, jetzt fährt er schon Motorrad. Wendet. Der muss aber noch größer werden. Der Wendet mit der 600 Kubik ist so klein. Dann weiß er, wie es ist, aber 600 Kubik ist auch gehabt. Ja, aber es geht immer weiter. Auf jetzt. Wie hier. Vorwärts geht's. Ich glaube 2014. So lange schon? Beziehungsweise 2014 bin ich auf dem Bild drauf. Ich glaube 2013 sind wir eingedreht mit ein paar Leuten, ja. Okay. Und macht Spaß, ne? Hä? Macht Spaß? Auf jeden Fall. Ist nämlich eine coole Truppe hier. Ihr macht ja immer geile Partys. Auf jeden Fall. Die Partys sind hier immer weltberühmt. Auf jeden Fall. War schon mal gut, genau. Auf der Wiese meiner Freundin. Ja. Ach, das ist die Wiese von deiner Freundin? Auf jeden Fall, ja. Die ist Landwirtin. Das ist das Schöne bei uns. Die nötige Landwirt habe ich mir gleich gesichert. Damit die Goldschuhparty noch lang ist. Bei uns geht immer alles, ne? Das ist immer geil. Genau, das genau. Da gibt es überhaupt kein Gesedere, da gibt es keine bisschen Ruhe. Die Wiese ist einmal im Jahr reserviert für uns. Ja. Das war so. Genau, und so ist das hier. Leute, wisst ihr noch, die waren aus der Gegend Stuttgart, diese blonde Frau mit dem Mann, die haben uns zum Bier gebracht. Und ich kann die ganze Woche nicht zum Bier trinken. Und jetzt, ich will aber nicht hier das ganze Liter, was da drin ist, gell? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt fülle ich immer ein bisschen rein. Und da können wir mal probieren. Also das ist Bier aus der Gegend Stuttgart. Moment, ich will es dir mal zeigen. Na, was steht denn da? Hilsenbeck Brunnenbier Naturtrüb. Alles klar. Also da kommt das jetzt her. Jetzt habe ich hier mal so einen Schluck reingemacht. Und ihr könnt euch ja auch im Video vorstellen, wie so ein Bier schmeckt, ne? Also speziell das Bier. Ja, das da.
Da trinkt er mal ein bisschen mehr Post übrigens. Hier, ein Gaumenschmaus. Das ist wirklich ein Gaumenschmaus. Falls du das Video siehst, der mir das Bier mitgebracht hat, wenn du wiederkommst, komm bitte mit dem Bier aus deiner Heimat, wo du auch gern trinkst. Also ich sage jetzt erstmal zu dir und zu deiner Frau Prost. Aber frei. Finde ich echt lecker. Danke. Sehe, laufe du das Ding. Das ist halt ein Prototyp, habe ich aber hier schon mal erzählt. Ich wollte nur erst mal sehen, ob das Ding überhaupt geht, was wir da gemacht haben. Ihr habt gesehen, es geht. Gut. Und jetzt wird sie demnächst lackiert. Schwarz glänzend mit BMW-Streife, mit weißer BMW-Streife auf dem Tank. Der Dirk baut jetzt hinten noch einen Höcker. Ich habe jetzt hier nochmal so, der hat ihn noch da rumliegen, da drauf gemacht. Hinten gibt es noch so eine richtig schöne geile Höckerabdeckung. Und da hoffe ich, dass das Ding dann bald mal fertig ist. Der Auspuffsammler, also hier haben wir den Auspuffschalldämpfer. Ja. Und da ohne das riesen Schalldämpfer-Ding da, das haben wir halt rausgebaut. Ihr habt ja gehört, das Ding hört sich ganz gut an. Und auch nicht zu laut. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Der Hauptständer, aus optischen Gründen kann man abmachen, aber er hat ja auch einen praktischen Nutzen. Das ist gar nicht schlecht. Und das ganze Motorrad läuft wie der Teufel. Ja. Ich muss ehrlich sagen, wo ich jetzt den Stummelhänger drauf habe, da habe ich für das Ding ein ganz anderes Fahrgefühl, als wie das erst war, weil ich kam da normal nicht klar. Aber das ist richtig gut. Das wundert mich selber. Du liegst da so ein bisschen halt drauf mit der Halbverkleidung, das ist auch nicht schlecht. Das ist alles cool. Also,
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Motorrad, mit der komischen Gabel da so klarkomme. Aber gut. Gut, dann spielen wir noch ein bisschen. Voltor-Motor steht auch da. Der Dirk hat ihn lackiert. Wollen wir mal gucken. In einem Schwarz. Jawohl. Sieht doch gut aus. Da kann der Voltor-Motor auch bald eingebaut werden. Alles klar. Erste Hofrunde ist geschafft. Steuerkette muss ich noch nachjustieren, das rappelt ein bisschen. Standgas. Weiß ich noch nicht. Aber Kupplung geht. Bremse geht. Hofrunde, Erfahrung halt. Alles gut. Bei dir gibt es Neuigkeiten, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ah, der Höcker ist drauf. Leute, die BMW wächst. Die BMW wächst. Das ist, dass Dirk heute gezaubert hat. So soll diese Höckerabdeckung werden. Wie ich gestern schon gesagt habe, alles wird in schwarz glänzend lackiert. Gut, das hier wird ein Spezial. Dirk, du musst deine Initialen da reinmachen, damit ich wisse, das ist von Dirk. Der Schleifhexknecht doch. Das wissen die doch, die sehen mich doch jede Woche. Achso, die wissen das. Es gibt da welche, die gucken uns nicht, weil die gucken uns doch lange nicht alle. Es sind nur ein paar. Und woher wollen die dann das sehen, was ich unter die Sitzbank da reinklopfe? Machst du aus, hier oben was drauf. Ja, Aufkleber. DS. Gut. Da vorne mit dem Lenkanschlag, das klappt auch. Leute, hier, wir haben doch hier keinen Lenkanschlag. Jetzt machen wir hier ein Gewinde rein. Dann kommen hier links und rechts Stellschraube rein. Genau. Und da haben wir nämlich auch einen Lenkeinschlag. So einfach geht das. Ganz, ganz einfach. Gut. Und ich mache vorne weiter. Das, der Höcker, der ist doch wieder ein Traum, ne? Das ist doch wieder richtig geil hier. Das passt auch zu dem Style. Echt geil. Cool. Salare von Robert. Die Kolbe wollte wieder nicht raus. Wie üblich, ne? Wie üblich. Hier scheiße. Die Kolbe wollte nicht raus. Aber was wollen sie machen? Sie müssen bei mir nachgeben. Die waren, es ist noch nicht immer so verdreckt da drin, aber die waren extrem zäh. Das ist der von hinten. Ja, ich muss ja alles sauber machen, ist klar, aber so schlimm war es nicht, aber es war zäh. Gut. Die Schraube habe ich schon sauber gemacht, alles okay. Und alles gut. Es geht weiter. Das ist der neue Marvin, gell, für die S. Für die NTV. So. Ich habe jetzt den neuen Auspuff drauf bei der NTV. Jetzt mache ich noch mal ein Video, damit ihr den besseren Sound hört. Und dann mache ich aber das Ganze jetzt dann zum Abschluss. Also wir drehen jetzt noch eine kleine Runde. Und ich stelle noch mal die Kamera irgendwo hin, damit ihr es noch mal richtig seht.
denke mal, so kann man es lassen. Er ist zwar ein bisschen länger wie der alte, wo drauf war, aber sieht gut aus. Hat E-Zeichen drauf. Und lass es mit dem Motorrädchen gut sein. Sie geht richtig gut, macht mir richtig Spaß. Schön leicht, handlich. Ich glaube, es ist uns gelungen. Macht's gut. Die Postfrau war gerade da, die Zündung für die CX500, die Ignitec. Die Ignitec-Zündung ist da. Das zeige ich mal die Woche nicht mehr, machen wir nächste Woche. Und wir haben noch was gekriegt, die Lichtmaschine, die ist für Honda Boldor. Alles klar, und das zeige ich mir nächste Woche. Chris, der Lackierer, war da. Wir zeigen dir es. Der Schussblech, der Tank, der Höcker, der Dirk macht hier gerade was noch zusammen. Ich hoffe, dass das alles so gefällt. Hier der Streifen, wo du so gesagt hast. Der geht jetzt hier über den Tank. Den Tank müssen wir übrigens noch versiegeln. Weil der Lackierer sagt, das Polyester, Scheißdreckzeug, das gefällt ihm gar nicht. Okay. Dicht gemacht hat er, Dirk, ne? Der hat gesagt, er hat ihn dicht gemacht. Ja. Aber ich soll ihn trotzdem nochmal versiegeln. Tristan, ich will dir das jetzt nur mal so als Ende des Wochenrückblicks zeigen. Laufen tut sie die Woche noch nicht, weil wir müssen den Tank jetzt noch versiegeln. Ich hoffe aber, dass das dann bald mal was wird. Leute von Dirk, die Fans, der Dirk und ich, wir sind wieder die zwei, die wo immer da sind. Und wir wünschen euch viel Sonnenschein. Ja. Und die letzten Tage des Gasgriffs aufziehen, ja. Genießt es. Ihr seht ja, wir haben es genossen. Ja, genau. Ach, hier! Komm, zeig mal deine Suzuki. Hier, da. Der Dick will doch die Suzuki verkaufen, haben wir schon tausendmal erzählt. Ja, keine Sau. Geh mal bei. Hat er gar nicht. Geh mal bei. Ja. So. Das ist ein Dirks heiße Suzuki. Ja. 5 Kubik hat das Ding? 650er. 650er. Leute, 2011, hier kostet nichts. Dirk Spezial, Kotflügelanfertigung und hier, da, ne, und was weiß ich, was haben wir noch, Dirk? Ach, alles Mögliche. Der Tank ist neu lackiert, schön frisch. Da oben sind die Armaturen. ABS hat sie. Ja, hat alles. Hat alles. Spring da top an. Gut. Das ist doch richtig schön Motorrad. 20.284 Kilometer, das ist nix. Die sind heute mal eingefahren. Ja. Hör mal, kapiert ihr das? Mein Gott, die könnt ihr euch jetzt mal daheim hinstellen über den Winter. Bei uns bestaubt sie nur. Ja. Wir legen jetzt das Deck drüber. Jetzt sehen, mal zu, dass da mal eine Bewegung kommt. Ja. Ein krasser Motorrad, Reifen sind auch top, ne? Die Reifen sind gut und TÜV kriegst du natürlich auch neu, klar. Auch neu? Jetzt kriegst du sogar noch TÜV vom Dirk. Auf. Wenn sie gekauft wird, kriegst du frische TÜV. Ja. Das gehört dazu. So gut, macht's gut. Man kann auch, wenn noch nicht was gefällt, kann man auch noch ein bisschen was dran ändern. Zum Beispiel das Rücklicht hin, das ist auch... Ja, du, ändern wir, das ist mehr Spezialisten. Kleinigkeiten halt, ja. wenn was ist. Aber das Ding hat doch richtig Dampf, ne? Ja, das ist schön. Mir ist persönlich jetzt durch meinen Rücken ist kaputt, die ist mir wirklich zu schwer, aber... Ja, du hast ja die TX... Ich habe die TRX, die ist ein bisschen leichter, mit der komme ich besser klar. Ja. Gut, Leute, jetzt wollen wir nicht da lang Geschiss machen. Ihr habt es jetzt noch einmal gehört. Wie gesagt. Und ich hier, ne, wie gesagt. Genau. Genau, ja, sagt er. Schönes Wochenende wünsche ich. Aha, jetzt kommt es doch geht noch. Geht mal in euch. Ich sag's super, gell? Ja. Ihr wisst Bescheid.